Hallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Unboxing. Das hier ist jetzt ein ganz, ganz kleines Vorwort zu der Sammlung und das hat es auch dringend nötig. Erstens, die Sammlung besteht aus 400 Holo-Karten. Sie ist von unserem Partner General Collect & Trade, den ich euch unten verlinkt habe. Und ich habe Kritik zu äußern. Lieber Andy von Collect & Trade. Wenn wir Karten ausmachen, in einer Sammlung, dann haben diese Karten auch geliefert zu werden. Dazu zählt zum Beispiel das dritte Magiermädchen, das fehlt, oder der Exodia-Kopf aus der Master Collection 1, genauso wie das Aufgegeben aus der Master Collection 1. Ich kann keinen Deal machen und dann irgendwelche Karten austauschen, nur weil du der Meinung bist, dass das dann wertmäßig besser ausgeglichen sei. Ich habe dir 200 Euro für diese Sammlung gezahlt und dafür hätte ich gerne alle Karten, die ich gekauft habe. Das heißt, wenn wir einen Deal haben, dann bekomme ich diese Karten. Und zwar ausschließlich diese Karten und nur diese Karten und nichts anderes als diese Karten. Ja? Nur damit das mal klar ist. Du hast ja gesagt, du schickst mir das jetzt bis zum Wochenende. Und das ist auch okay soweit, aber ich sag's halt nur im Voraus. Bei solchen Dingen bin ich vor 0 auf Lichtgeschwindigkeit in 0,3 Femtosekunden. Ja, also da ist nicht zu spaßen mit mir. Also ich hoffe, dass die Karten bis zum Wochenende da sind. Ja, genug Ärger verbreitet. Jetzt legen wir erstmal los mit dem Mega-Unboxing. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, genießt es. So, ich würde sagen, wir legen los. Ich habe diesmal nicht sortiert. Ich habe die Karten diesmal wirklich durchgemischt gehabt. Alle Raritäten, alles durcheinander. Um mal so ein bisschen Spannung vielleicht zu erhöhen. Mal gucken, ob es funktioniert. Wir legen los. Wir haben hier leider einen Plate-Einbildungs-, was Eindring wegen der Finsternis. Genau, jetzt wollte ich schon fast sagen, Einbildungsunterwäldler. Das wäre ja echt total verkehrt gewesen. Dann haben wir hier ebenfalls einen leider Plate Lavagolem aus Invasion of Chaos. Der war ja in der Special Edition als Promo beigelegt. Einen ebenfalls leider Plate Dunkler Magier aus dem Starterdeck. Das ist allerdings noch im Verhältnis zu den dunklen Magiern, die man sonst so bekommt, ziemlich gut. Also ziemlich gut erhalten, meine ich. Dann die Karte, die mich wohl am meisten geärgert hat, das Siegel erhalten in Prismatic Secret Rare, die ist leider auch Light Plate. Die haben wir nämlich erst zweimal in der Sammlung und die geht halt, glaube ich, auch an die 8 Euro müssten das sein. Und ja, war ein bisschen ärgerlich. Aber ansonsten ist eigentlich alles okay in der Sammlung. Wir haben hier einen Kopf der Exodia, da müssten auch noch Wesen, also ganz, ganz viele Exodia-Teile kommen. Wir haben nämlich, glaube ich, 2,5 komplette Exodias in Ultra Rare und ein paar Teile in Gold Rare. Die Teile einzeln will ich jetzt eigentlich nicht rauslegen. Die legen wir einfach mal hier zur Seite, weil, ja, muss ja nicht sein, ne? Wenn der Kopf da liegt, wissen wir ja Bescheid, das reicht eigentlich. So, dann haben wir einen schwerer Ritter der Flamme aus World Superstars, ein Korriban, ein Humpty Grumpty, ein Schildkrieger, ein, oh, sind mir die ganzen Karten umgefallen, egal, ein Garnesia Elephantis aus MRD. Ich glaube auch, geht sogar von der Condition her. Dann haben wir einen Senkijin aus dem Premium Pack, ein gespaltener Verteidiger, ein brutaler Tank, dann einen Schwarzflügel Hurricane der Tornado, dann hier sehr schön ein Blitzeinschlag in Super Rare, unser drittes Exemplar aktuell. Jetzt machen wir mal nur kurz mein Facebook leise, nicht, dass das irgendwann hier das Hupen anfängt. Ne? Dann haben wir die Gedankenkontrolle in Super Rare aus WC05. Das war also auch eine Premium-Karte, die hier dabei war. Dann haben wir einen Obelisk der Peiniger aus den Yugi Legendary Decks. Einen Heavy Storm aus MRD. Dann haben wir hier eine DD-Kriegerin aus Dark Crisis in Super Rare. Super erhalten. Ebenfalls aus Dark Crisis einen Dark Master Sorg, eine der schönsten Ritualkarten der damaligen Zeit. Danach haben wir eine Cyberklingen in Super Rare, eine Erstauflage aus EEN. Also auch eine relativ alte Karte. Dann haben wir aus dem Starterdeck Sendbotin der Rätsel und Sendbotin der Wunder. Dann Schattenimpuls, Gachigachiga Tensu. Die Harpienschwestern, die sind leider auch Played aus MRD. Dann Ungültigkeit.
der Lichtlaser. Dann haben wir den Wirbelkavallerist, einen Elementarheld Gaia. Das ist jetzt einer der weniger gelungeneren Fusionskarten, so von der Optik her. Ja, gibt's schönere. Dann haben wir den Hexagon-Sternritter. Okay, eigentlich klingt das wie eine Monsterkarte, ist aber eine Zauberkarte, auch gut. Dann haben wir aus dem PRC 1 die Maschinenwesen-Kanone. Dann Laval Waldfee. Dann haben wir den dunklen Geist der Stille in Super Rare aus Hello N als unlimitierte Auflage. Auch sehr schön, richtig schön oldschool. Hier haben wir eine schöne Katapultschildkröte aus MAD, also diese ganzen damaligen Random Holos sozusagen. Dann haben wir hier zweimal den Magier des dunklen Chaos oder dunkler Magier des Chaos, beziehungsweise einmal, der ist aber hier aber zweimal mit drin. Aus den Yugi Legendary Decks müsste der gewesen sein. Hier haben wir jetzt einen Kyoko Geisterzerstörer aus LON. Dann einen Inferno Hammer aus CMC, der ist leider auch lightly played, würde ich sagen. Dann haben wir hier einen Exodia-Teil. Dann haben wir hier eins dieser drei dunklen Magiermädchen, die es hätten sein sollen. Es sind leider nur zwei geworden. Dann haben wir einen weiteren Exodia-Kopf. Hier wieder ein linken Arm der Exodia. Hier haben wir jetzt sehr schön zwei weiße Drachen aus dem SKE Starterdeck. Als Erstauflage beide Deutsch und beide Mint. Sehr schön. Dann haben wir hier zweimal Basu der Seelenfresser. Auch eine sehr schöne alte Holo aus LON. Oh, ein weiterer Blue Eyes. Ebenfalls Erstauflage, allerdings ist dieser jetzt hier englisch. Dann haben wir hier zwei Klingenritter in Secret Rare aus der Collection hin. Und dann haben wir hier einen schwarz glänzenden Soldaten in Ultra Rare. Das ist übrigens die Karte, die früher jeder haben wollte und naja, heute kann sie wohl keiner mehr sehen. So, dann snacke ich mir mal hier eben den nächsten Stapel. Mir sind ja bloß gerade ein paar Kärtchen umgefallen, deswegen dauert das jetzt hier ganz kurz. So, dann machen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier in Secret Rare einen roten Nova-Drachen aus der Collection Tin 7. Das ist auch eine sehr schöne Karte. Dann eine Schicksalstafel in Englisch aus LON in Ultra Rare. Auch schön, ein bisschen miscuttet, aber schön. Dann haben wir hier das schwarze magische Ritual zweimal. Dann Kaius, der Schattenmonarch. In Ultra Rare. Dann ein Ryoku in Ultra Rare, leider ziemlich played. So, dann haben wir den Tempel der Könige, den Eisenkern von Kuakimero, gleich zweimal. Dann den Kartenauswerfer, ein Sternenstaubdrache Angriffsmodus, dann einmal Bujinki. Amaterasu in Secret Rare ist auch eine sehr, sehr schöne Karte, legen wir mal raus. Dann haben wir jetzt hier wieder ein paar Black Luster Soldier, die Ritualkarten, die legen wir jetzt aber nicht raus, die tun wir mal zur Seite, es reicht ja, wenn eine da liegt. Dann haben wir die niederträchtige oder den niederträchtigen Kristallstrahl in Secret Rare, die Zwillingsunholde, eine Marshmallow Brille. Dann aus World Superstars haben wir hier erschütterndes Ereignis. Dann haben wir hier wieder einen Sternenstaubdrache Angriffsmodus, allerdings in Secret Rare. Dann eine Gerümpelwache. Einmal Athena. Einmal Verteidigungsflieger Genex. Dann Genex Verbündeter Dreikraft. Eine niederträchtige Welt. Dann ein Raketenläufer Genex. Den Rückkehrzombie, ein dunkler magischer Vorhang, einen leicht bespielten Turbokrieger in Secret Rare, dann Verbündeter der Gerechtigkeit Feldmarschall, einen majestätischen roten Drachen, das ist auch eine coole Karte, kann man auch mal rauslegen, dann einen Daigusto Igul, zweimal aufgegeben in Englisch aus dem Starterdeck Pegasus. Zweimal hypnotische Kontrolle in Ultra Rare.
Dann haben wir einmal Seelentausch, einmal das Zera-Ritual. Dann haben wir Vermächtnis von Yatagarasu. Die Maske der Furcht. Der Metallwandler. Dann haben wir einen Wächter von Kuakimairu. Einen Superkriegslöwen, das ist eine sehr, sehr schöne Ritualmonsterkarte. Die gibt es ja auch als effektloses Monster. Das ist eine Preiskarte aus Japan, unbezahlbar. Dann haben wir eine Jägereule aus GX03. Es ist übrigens so, das Wetter draußen ist relativ schlecht. Ich hoffe, dass meine Kamera deshalb mit dem Kunstlicht zurechtkommt, weil meine Kamera ist nicht so die modernste. Also wir werden es ja dann sehen, wenn es fertig ist. Von hier aus sieht es gut aus, aber das kann auch täuschen. Falls die Qualität etwas zu schlecht sein sollte, werde ich es entweder neu aufnehmen oder wenn ich dafür keine Zeit oder keine Lust habe, tut es mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr werdet es überleben. Dann haben wir ein Samurai-Schwert-Baron. Unser zweites dunkles Magiermädchen aus der Collection Tin. Dann haben wir Nummer 10, Illumi-Ritter. Ist auch eine sehr, sehr tolle Karte. Genauso wie Aufzieh-Senmai. Oder Zen-Meister in dem Fall. Auch ein Secret Rare müsste auch aus einer Tin sein. Genau, aus der Collection Tin Nummer 8. Legen wir auch mal raus. Auch eine schöne Karte. Dann haben wir das Phantomungeheuer Kreuzflügel. Zweimal der Speerkäfer in Super Rare. Zweimal der Speerkäfer Pakt. Dann zweimal den Wirbelkavallerist. Dann haben wir hier ein paar Mal als Playset bzw. die elegante Wohltäterin. Dann haben wir hier einmal die allseits bekannte und vor allen Dingen verbotene Kartenzerstörung. Dann haben wir hier einen Blockmann aus DPK, den können wir auch mal schön rauslegen. Und hier die wahrscheinlich einzige Master Collection Karte, die wirklich mit dabei war, nämlich Dark Necrofear. Und weiter geht's. Als nächstes haben wir hier einen totalen Abwehr-Shongun aus der Collection Tin 1 müsste der gewesen sein. Den legen wir hier auch mal raus. Dann haben wir hier nochmal zweimal die Kartenzerstörung. Dann haben wir das schwarze Glanzritual. Viermal. Ganz schön oft. Dann haben wir hier ein paar Pinguinsoldaten, 5 Stück an der Zahl. Dann das eckstatische Funkendreieck, das war ja eine Supportkarte für die Harpien. Haben wir hier auch 4-mal am Start. Dann eine sehr schöne Oldschool-Karte, nämlich Schrumpfen in Super Rare aus einem relativ neuen Set allerdings, nämlich aus Storm of Neos, glaube ich. Halt, doch Storm, naja, Storm of Neos ist ja nicht neu, aber klar war ich denn. Das war ja Jax-Zeit. Ja, die war da jedenfalls bei den Special Editions als Promo dabei. Und ich muss sagen, das ist eine sehr schöne Promo. Wirklich sehr schön, ja. Auf jeden Fall zweimal mit dabei. Dann haben wir hier Zera der Mant. Die müsste, glaube ich, auch damals in Japan als normales Monster rausgekommen sein. Effektlos, auch als Preiskarte ebenfalls unerschwinglich. Ich glaube, irgendwas mit $15.000 oder irgendwie so war das. Auch vom Black Luster Soldier gibt es so einen Print, der ist aber noch unbezahlbarer. Es gibt schon echt krasse Sachen, muss man echt sagen. Selbst Dinge, an die wir nicht rankommen. So, dann haben wir dreimal den Schattenzauber. Dann zweimal die Drachenrufflöte. Dann kommen wir jetzt hier wohl zu den ganzen Gold Rares aus den neuen Sets. Die snacke ich hier nur mal so durch. Gut, Gagaga Cowboy ist eine schöne Karte, die können wir mal rauslegen. Ja, da ist jetzt nichts wirklich Besonderes dabei. Ah, hier haben wir jetzt noch was Besonderes. Wir haben hier aus dem ersten Goldset, das jemals rauskam, nämlich aus GLD1, haben wir hier noch in dem alten Gold Rare, welches wirklich sehr, sehr schön ist. Man sieht, dass es schillert ein bisschen Regenbogenfarben und die Schrift ist nicht so ekelhaft silber. Haben wir die Gehirnkontrolle. Dann haben wir hier einen Schwarzflügel-Waffenmeister. Seht ihr, das ist das neue Gold Rare mit dieser silbernen Schrift. Das kann man kaum lesen. Und nochmal im alten Gold Rare die verräterischen Schwerter, die legen uns auch raus. Und ja, dann haben wir hier zweimal den Blauer gegen ultimativen Drachen in Secret Rare. Richtig, richtig fette Sache. Zweimal den Magier des schwarzen Chaos, eine meiner Lieblingsritualmonsterkarten. Finde ich übrigens vom Aussehen her zumindest hübscher als die Effektvariante. Allein schon wegen dem blauen Kartenlayout.
Dann haben wir wieder ein paar Gold-Sachen hier am Start. Und einen Gagaga-Samurai in Super Rare. So. Wir nähern uns dem Ende. Wir haben jetzt noch zwei kleine Stapel vor uns. Dann haben wir einmal die Rosenfee. Dann haben wir die Rosententakel. Strahlende Pixie. Lodernde Feuerwand. Dann haben wir hier unseren zweiten dunklen Magier des Chaos. Legen wir uns auch mal hier oben hin. Dann haben wir hier zweimal, müsste das sein, der Vampirlord. Mein Vater ist da unten wieder am Randalieren. Keine Ahnung, was der schon wieder treibt. Okay, wir haben jetzt hier einmal. Wir hatten ihn aber zweimal in der Sammlung, das weiß ich. Dann haben wir hier einen Elemental der Nadanios als Erstauflage aus DAEF. Auch eine richtig schöne Karte. Genauso wie eine Feder vom Phönix aus FET in Super Rare. Dann haben wir hier Verlagerung aus der WGRT. Okay, ich dachte schon fast aus der Legendary Collection, da war sie auch in Super drin. Dann Gusto Egul, haftender Sprengstoff, Schattenimpuls. Die Blitzfusion, übrigens ein sehr, sehr schönes Artwork, ist zwar nichts wert, aber trotzdem ein wunderschönes Artwork. Dann Sabathiel, Stein der Weisen. Dann Dragoroa, keine Ahnung. Irgendwas mit Drago auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein schwerer Ritter der Flammen aus World Superstars, glaube ich, war das. Dann erweiterte Wappenkunde. Dann Metallwandler. Einen brutalen Tank. Zweimal die finstere Heilung in Super Rare. Dann haben wir das geflügelte Nashorn. Dann haben wir eine leere Immigration. Dann in Super Rare eine Diffusion Wave Motion. Genau, in Englisch. In Secret Rare sieht die Karte übrigens mega nice aus. Falls ihr mal die Gelegenheit habt, eins der Exemplare in Secret Rare irgendwo zu beglubschen bei euren Freunden oder so, macht das mal. Die sieht echt nice aus in Secret Rare. Dann haben wir hier ein Schwarzflügel-Shura, die blaue Flamme. Dann ein Schrecken des jüngsten Gerichts. Ja, schrecklich fantasielos, das Artwork. Leider. Dann haben wir hier einmal Greifenwing. Die Phantomungeheuer Feldeidechse. Felseidechse. Durch die Kamera zu lesen ist echt schwierig, muss man schon sagen. Dann haben wir hier einen Heiligen Geist der Eisbarriere. Einen mutanten Gedankenherrscher. Der Wächter von Kuakimairu. Eine Seelenleine in Super Rare. Eine Butch-Intervention, eine Maske der Furcht, hoppla, dann ein Simorgh-Vogel der Göttlichkeit, das ist mal wieder so ein kleines besonderes Stück. Hä, warum werdet ihr jetzt sagen, die geht doch nur ein Euro, wenn überhaupt? Das ist ganz einfach, die Karte Mint in irgendeiner Sammlung zu kriegen, das ist, als würde man im Lotto gewinnen. Also wir haben wirklich, seit wir das machen, schon viele Sammlungen gekauft. Ich würde sagen, mindestens 25 Stück. Und nur in zwei oder drei von diesen Sammlungen war diese Karte hier in Mint drin. Und das ist Gott sei Dank eine davon. Deswegen legen wir diese Karte jetzt eiskalt raus. Dann haben wir hier einen Superleiter Tyrannus. Auch so eine Karte, die man ganz selten in Mint findet. Diese Starterdeck-Karten wurden damals wohl nicht so gut behandelt. Dann haben wir hier einmal Horn des Himmels in Ultra Rare aus Metal Raiders als unlimitierte Auflage. Dann die verbergenden Schwerter. Das Kriegslöwenritual. Ein Gagaga Herbeirufer. Dann haben wir einen Watt-psychischer Kämpfer. Watt-psychisch, was ist das für ein Name bitte? Dann haben wir hier eine Wagenkupplung, also diese ganzen Billig-Holos, Sabathiel. Maske des Überrestes. Hier haben wir jetzt sehr schön eine Säurefallgrube. Die legen wir uns mal raus, genauso wie den metallisch reflektierenden Schleim in Ultra Rare. Dann haben wir hier einen weiteren Obelisken aus den Yugi Legendary Decks. Dann haben wir einen Quasar-Schnuppendrache. Die Karte war damals sehr beliebt. Ich habe mir damals relativ oft die Legendary Collection gekauft und habe dann den Rosendrachen und den Quasar-Schnuppendrachen immer für 5 Euro das Stück wegbekommen, obwohl die Karte eigentlich wesentlich weniger wert war. Habe mir dann auch für 1,50 ganz viel rangeholt und dann für 5 Euro verkauft. Also ich muss sagen, das war schon eine gewinnbringende Zeit. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr der Fall. Früher war die Karte ja nur in der Jump erhältlich. Und jetzt hat es Gott sei Dank einen Reprint gekriegt. Und ja, die Karte sieht einfach Bombe aus, kann man sagen, was man möchte. Dann haben wir die Befallswelle. Start aus der Leere. Go, 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 Golem.
Wachen los. Dann haben wir jetzt hier wieder so ein paar Gold Rares. Die muss ich jetzt nicht unbedingt. Also die finstere Spiegelkraft kann man rausliegen. Hier haben wir jetzt natürlich die ganzen Exodia-Teile in Gold. Ja, da ist aber kein Kopf dabei gewesen. Das war nur die Teile. Dann haben wir hier noch einen Teil in Ultra Rare aus den Yu-Gi-Oh! Legendary Decks. Dann ein Slifer der Himmelsdrache. Den legen wir uns natürlich raus. Der ist auch aus den Yu-Gi-Oh! Legendary Decks. Und ein Volkian Auge des Typhons in Super Rare. Als Erstauflage legen wir uns auch mal beiseite. Jetzt kommen wir zum letzten Häuflein, das wir hier haben. Hier haben wir jetzt einen Zauberschläger in Super Rare aus WC07, den wir uns auch mal rauslegen. Dann einen Parasite, genau, das ist eine englische Karte aus AST, als unlimitierte Auflage. Dann haben wir hier sehr schön einen Taumaturgist der Qualen in Super Rare, das ist auch eine wunderschöne Karte. Einen geflügelten Drachen von Ra aus den Yu-Gi-Oh! Legendary Decks. Dann haben wir die verräterischen Schwerter in Super Rare aus LOB. Helios Duomegistus aus WC06, das war ja auch so eine Promokarte zusammen mit diesem Typen hier. Das ist Helios, die ursprüngliche Sonne. Das sind auch Karten, die man relativ selten mint findet in Sammlungen. Dann haben wir hier einen Inferno-Hammer. Eine Überschall-Totenkopf-Flamme aus WB01, was auch immer das sein mag. Das ist auch wahrscheinlich wieder irgend so eine Sonderedition. Keine Ahnung. Dann haben wir hier die Thun-Elfen-Zwillinge in Super Rare aus DL6. Einen Zabok-Monarch des Donners als Erstauflage aus AST. Dann haben wir ja hier unseren zweiten Vampir-Lord. Ich hätte schwören können, dass wir den ganz am Anfang schon mal hatten. Dann haben wir die maskierte Bestie, die ist leider hier schon ein bisschen zerknickt. Schade eigentlich, die kam aus DL2. Dann haben wir hier einen Elemental Ocean, das ist auch eine super Karte. Dann einmal Ryoku in Prismatic Secret Rare, auch sehr sehr schön die Karte. Dann haben wir hier dreimal Acid Trap Hole in Prismatic Secret, auch sehr schöne Karten. Dann haben wir hier wieder ein linkes Bein der Verbotenen und nochmal ein Acid Trap Hole, das legen wir jetzt aber nicht nochmal raus. Dann haben wir ein weiteres Ryoku in Prismatic Secret Rare, das wir uns hier rauslegen. Ein rechtes Bein, ein weiterer Kopf, ein weiterer Basu der Seelenfresser aus LON. Dann haben wir hier zweimal aus CMC den Abgrundsoldaten. Dann haben wir einmal den, machen wir es anders. Dann haben wir hier zwei weitere Exodia-Teile, den linken Arm und das linke Bein der Exodia. Die legen wir auch mal wieder zur Seite. Und zu guter Letzt haben wir hier zwei kinetische Soldaten in Super Rare aus TFK. Ja, das war die Sammlung soweit. Ich bin relativ zufrieden, bis auf diesen kleinen Zwischenfall, der hoffentlich jetzt bald behoben wird. Ich hoffe, euch hat's getaugt. Ich hoffe, die Qualität stimmt und ich muss den ganzen Scheiß nicht nochmal aufnehmen. Ich sehe schon mal, Wahnsinn, das flackert ja, hallo. Naja, egal. Wir sehen uns dann Ende der Woche nochmal zu einem neuen Video Neuzugänge. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut und haut rein.